Hallo und herzlich willkommen zu einer kurzen Betrachtung über, ja, ich sag mal über Afrika. Eigentlich geht es natürlich schon auch ein bisschen über den nachlassenden Einfluss Amerikas in der Weltpolitik. Jetzt, wenn man zum Beispiel sieht, dass Friedensverträge im Nahen Osten eher über China laufen, da merkt man schon, dass der Westen an Einfluss verliert. Und ich glaube, dass vieles damit zu tun hat, dass der Westen noch immer sehr arrogant auftritt und eigentlich auch nicht so viel zu bieten hat. Und dass die Außenpolitik der Amerikaner, weil sie ja schon sprichwörtlich eigentlich immer eine, ja, von Ölinteressen geleitete und ja, wirklich so viel Gutes seit dem Zweiten Weltkrieg kann man da auch, glaube ich, gar nicht sagen. Immer weniger, zumindest aus meiner Sicht. Auf der anderen Seite ist ja auch Europa für sich eigentlich, gerade hier Deutschland, immer so dieser Moralapostel überall, der alles immer an irgendwelche Belehrungen knüpft. Und ich habe jetzt mal Folgendes gemacht, weil man ist ja auch immer in seiner Blase. Und ich habe mir jetzt mal die künstliche Intelligenz zurate gezogen. Und zwar gibt es dort eine Suchmaschine, die heißt Find, Phind. Und die hat auch so mit Quellangaben Statements zur künstlichen Intelligenz. Und der habe ich jetzt mal folgende Frage gestellt. Welcher afrikanische Politiker sagte sinngemäß, wenn der Westen kommt, bekommen wir Belehrungen, wenn China kommt, ein Krankenhaus? Das ist für mich auch so ein bisschen das, was symptomatisch eben in Afrika ist. Und ich habe halt mitbekommen, dass es da solche Äußerungen gibt. Und ich habe mir mal gedacht, vielleicht kriege ich ein knackiges Zitat geliefert über die KI. Stattdessen habe ich, und das fand ich ganz interessant, eher eine Abhandlung bekommen. Und die möchte ich hier mal kurz vorlesen, weil die ist nicht aus meiner Blase, soweit ich das beurteilen kann. So oft nutze ich die Suchmaschine nicht, dass sie wüsste, was ich in Bezug auf Afrika oder so denke. Aber hier die Antwort. Der afrikanische Politiker, der sinngemäß sagte, dass der Westen nur Belehrungen bringt, während China ein Krankenhaus baut, ist nicht eindeutig zu identifizieren, da ähnliche Aussagen von mehreren afrikanischen Politikern gemacht wurden. Und das sind Quellenangaben. Kann ich dann mal kurz einblenden unten, was es da für Quellen gibt, gemacht. Es gibt jedoch eine weit verbreitete Meinung in Afrika, dass China eine bessere Alternative für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung ist als der Westen. Dies liegt daran, dass China in Afrika eine massive Infrastruktur aufbaut und in die afrikanischen Länder investiert, während der Westen oft nur Bedingungen für die Entwicklungshilfe stellt und keine konkreten Projekte realisiert. Das finde ich jetzt ein bisschen hart, weil konkrete Projekte, gerade auch in dem Sinne der eine Weltgeschichte, überhaupt dieses ganzen christlichen Engagements, die gibt es ja schon, aber das ist wahrscheinlich auch die Krux an der ganzen Sache. Die sind natürlich mit ideologischen Forderungen verknüpft. Das ist keine selbstlose Hilfe in dem Sinne. Und das ist mittlerweile ja auch ein sich selbst befruchtendes System, so dass man sagt, man pumpt in die gewissen Strukturen Geld rein, um dann auch wieder etwas zu bekommen und man hält sie immer so ein bisschen auf der Bedürftigkeitsstufe, damit man da diese ganze Bedürftigkeitsindustrie am Laufen halten kann. Aber weiter im Text. China hat in den letzten Jahren seine Präsenz in Afrika erheblich ausgebaut und ist mittlerweile der größte Handelspartner des Kontinents. China investiert in afrikanische Länder, um Rohstoffe und Land zu erwerben, aber auch um seine wirtschaftliche und politische Macht zu erweitern. China hat in Afrika zahlreiche Projekte ins Leben gerufen, wie zum Beispiel den Bau von Eisenbahnlinien, Straßen, Häfen und Flughäfen, die für die afrikanischen Länder von großem Nutzen sind. China hat auch mehrere Krankenhäuser in Afrika gebaut und medizinische Hilfe geleistet. Gut, die Krankenhäuser sind ja sicherlich auch, weil ich danach gefragt habe. Interessant ist, dass hier schon zugegeben wird, es geht natürlich um den Machtausbau und darum, den Einfluss eben auf dem Kontinent zu erweitern. Aber es klingt auch durch, dass sie das geschickter machen als die Europäer, die ja eigentlich jetzt seit Generationen länger dort sind. Ich glaube, dass wir eben in erster Linie in unserer Arroganz immer so denken, ja, wir müssten ganze Menschenrechte kulturell alles rüberbringen und wir würden eigentlich in erster Linie gerne alles europäisieren, um dann auf Augenhöhe zu kommunizieren, während das China ziemlich egal ist. Ich glaube, dass China einfach die Leute so lässt, wie sie sind, über das Land etwas lernt
Ich habe das auch anderweitig schon mal mitbekommen. Also die chinesischen Diplomaten, die irgendwo hingehen, die kennen die Landessprache, die kennen Swahili und alles und die können sich dort artikulieren. Das ist bei deutschen Politikern, nehmen wir jetzt mal nicht Afrika, sondern dieses schöne Bild vom Herrn Habeck in Brasilien, der sich da in einem Touristenort quasi bunt bemalt und dann vom Häuptling spricht. Das ist nicht Augenhöhe. Augenhöhe ist es, wenn ich einfach sage, ja, ihr habt diese Religion, diese Kultur und so. Das ist eures, das ist nicht unseres. Lasst uns wirtschaftlich zusammenarbeiten. Alles andere ist jetzt hier kein Thema. Und das machen die Europäer nicht. Die Europäer kommen immer mit diesem emotionalen, ethischen Druck daher. Und das ist Widerstreber in der Schule. Das ist total unsympathisch. Und ich glaube, mittlerweile haben die Europäer wahrscheinlich auch an Infrastrukturleistungen, wenn man nicht einmal einen eigenen Flughafen gebaut kriegt, deutlich weniger zu bieten als China. Auch das muss man sagen. Da hat der Westen einfach insgesamt mittlerweile den Anschluss verloren. Weiter im Text. Im Gegensatz dazu haben westliche Länder oft Bedingungen für die Vergabe von Entwicklungshilfe und stellen häufig politische Forderungen, die für afrikanische Länder schwer zu erfüllen sind. Der Westen hat auch in der Vergangenheit oft in afrikanische Länder investiert, um seine Interessen durchzusetzen. Dies hat dazu geführt, dass viele afrikanische Länder China als besseren Partner für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung betrachten. Gut, soweit erstmal. Jetzt kommt noch ein Schlusssatz, den kann man gut ersparen sich. Aber das ist meines Erachtens genau das Problem, was wir hier überall haben. Wir haben sehr viel Moral, wir haben sehr viel Arroganz und die kommt bekanntlich vor dem Fall. Sie, sie, sie,